Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir spielen die Kampagne. Mein Name ist Explorer. Wie du heißt, weiß ich nicht. Ja, wir haben alles durch. Letzte Mission hier. Ich weiß nicht, ob die Erdkugel sich dann dreht und ob es dann irgendwie weitergeht oder ob hier mit Lawrence von Arabien Schluss ist. Lassen wir uns überraschen. In den Jahren, bevor ich nach Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Beduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen, beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Gut, viel Spaß. Arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl, schwarzes Gold, der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Okay, das haben wir ja schon mal gemacht. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Wer ist der schwarze Mann? Haben wir jetzt alle? Ich denke, oder? Ja. Neues Einsatzziel. Benutze die Dachluke. What? Okay. Oh, der Tipp war aber jetzt ganz schnell weg, liebes Spiel. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Nutze die Dachluke. Bin mal gespannt, was der Typ in dem schwarzen Anzug. In den letzten Folgen hatten wir immer öfters diese Flammenwerfer-Typen. Ich hoffe nicht, dass das auch so einer ist, dem eine 30.000 Magazin in den Kopf jagen muss. Karnu? Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber laut. Aber sie erregen Aufsehen. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen.
Wieso darf ich das Wasser nicht, das Wasser nicht benutzen? Ja, sollen wir es mal riskieren? Können wir das Ding benutzen hier? Können wir es benutzen? Okay. Auf geht's, Freunde. Schüsse von links. Da schreit da einer. Na komm. Na, wer zeigt sich von euch beiden? Wer ist mutig? Keiner. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. Na komm. Okay. Okay, ich denke, wir sind safe. Mit der Bombe auf jeden Fall. Geil gemacht. Geile Grafik, muss man sagen. Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, verstehe ihn. Okay, benutze die Dachluke. Müssen wir da durch? Okay. Suche das Codebuch. Nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Herr Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Oh, wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Ahmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flügt eine Bestie durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt und liebt, nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff.
unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten! Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen! Warten wir es ab, mein Freund. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit 3 verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft aufgeben. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. 3 Kommandeure mussten eliminiert, 3 persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. Okay. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir machen uns erstmal von Acker hier. Da kommt irgendeiner angeschissen. Fangen wir links an. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Schießt er schon auf uns oder was? Kommen wir denn hier lang? Okay, ich wirklich viele zu sein. Nur einer? Ah, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur 1 oder 2 Typen sind. Da siehst du. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier runter? Kann die Tante springen? Okay, dann latschen wir mal. Geier sind schon da. Ist jetzt schon die Frage, ob sie auf uns warten oder auf die. Das. Ist er jetzt vor der Kanone oder hinter Kanone? Das war so nicht geplant. Da oben ist einer. Okay, das war jetzt dummer Explorer.
glaube, das müssen wir nochmal neu anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das jetzt noch heil überleben. Gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören, brauchst du Sprengstoff. Versuch es mit Dynamit, Fahrzeug, Abwehrmantel. Ja, gut. Wollen wir noch mehr? Gewehrgranaten ist natürlich eine Option. Haftminen. Okay, probieren wir es mal. Mit den Dingern haben wir noch nie gearbeitet. Ja, wo bist du? Komm mal hier. Was? Okay. Ja, explodiert ist sie. Hast du gesehen? Gut, jetzt nochmal schön. Ja. Da bin ich desorientiert. Wo war jetzt die Hütte? Da, ne? Tagü, lassen wir mal hier. Nimmt er nicht? Nein, nimmt er nicht, okay. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, er sieht mich auch nicht. Okay, die nehmen wir mit. Ja, nochmal die. Ja. Auf Uschi. Au, aber hat nicht getroffen. Oh, jetzt hat uns irgendwas getroffen. Okay. So viel zu den Flammenwerfer-Typen. Tornister des Kommandeurs an dich, okay. Machst du das schon oder was?
drücke den falschen Befehl. Da oben. Okay. Aber ich glaube, vorher haben wir noch ein paar Panzer am Weg, ne? Klettert hier rüber. Lauf. Komm, du schaffst das. Lauf. Das war Nummer 1. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Ja. Gut. Okay, Kinders, das machen wir aber dann in der nächsten Folge von Battlefield 1. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.